So. Hier ist alles noch im grünen Bereich. Wie sieht es hier oben bei euch aus? Da ist auch alles gut. Wo könnte noch was kaputt sein? Es scheint irgendwie nur unsere Leute getroffen zu haben. Unsere Einwohner. Aber sonst nichts weiter. Die ganzen Produktionsstätten stehen noch. Die Forts sind alle noch da. Das Monument steht. Gott sei Dank. Okay, wir brauchen bloß ein paar Arbeitskräfte. Ein paar mehr. Drehen wir jetzt einfach mal an der Lohnschraube. Stellen die Geschwindigkeit auf 100%. Wir feiern dieses Jahr nicht. Es gibt nichts zu feiern. Chengdu dankt fürs Geschenk. Fuzhou dankbar für Seiger-Antilope. Fuzhou wird uns also etwas zurückschenken. Das ist gut. Flut. Auch noch. Die wollen mich heute ärgern. Ich merke das schon. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Wir kriegen Salamander. Geschwindigkeit runterdrehen. Hier ist noch alles okay. Hier oben steht auch alles. Das ist nicht überflutet worden. Wir bauen unsere Fähren wieder auf. Achso, ich kann ja jetzt die Geldmaschine auch noch drucken. Beziehungsweise hinbauen zum Drucken. Das steht wieder. Dann der Handelsposten. Mit Lolang. Lolang selber verkauft uns wieder Sojaquark, Fisch und Salz. Waffen nicht, Reis verkaufen wir nicht, also ist alles so wie gehabt. Und die andere Geldmaschine baue ich jetzt einfach mal. Gelddruckerei. Hui. Oh Gott, wo baue ich die jetzt noch hin? Hier. Stadt benötigt mehr Arbeitskräfte. Jojo. Geschwindigkeit hochstellen, die kommen schon. Gut. Spiel speichern, Sicherheit 1, dass wir wieder soweit sind. Dann fühlst du dich vernachlässigt, bekommst jetzt von mir 16 Papierstapel. Niva trifft ein. Du kannst mir jetzt mal den Panda holen. Wo ist Niva? Da. Komm mal bitte hier rüber. Geschwindigkeit erhöhen. Da ist sie. Geschwindigkeit wieder senken. Nüwa. Tierfang. So, sie schnappt sich jetzt einen Panda an den Ohren und zieht den rüber. Frohes neues Jahr, wir feiern. Hat ihm einmal einen Klaps auf den Arsch gegeben und dann kann er rüber in den Palast. Sehr gut, dann haben wir jetzt 4 Tiere. Glaube ich zumindest, dass es 4 sind. Stehen wirklich noch alle Produktionen, ne? Ist alles in Ordnung. Alle Farmen waren noch da. Es haben nur die Arbeiter jetzt gefehlt. Und wir haben wieder Arbeitslose. Also ist wieder alles gesichert. Alles gut. Und wir haben unser Ziel mit dem Geld erreicht. Tempelkomplex ist bald fertig. Wir brauchen nur noch die Tiere. Und Niva noch für 4 Monate. Dann sind wir schon wieder durch mit der Mission. Die war ja jetzt nicht wirklich schwierig, dadurch, dass wir dafür gesorgt haben, eine gute Ausgangsposition zu haben. Ich kann es nur immer wiederholen, wenn die tatsächlich sagen, dass wir eine Hauptstadt bauen, immer eine gute Ausgangssituation haben. So, der Salamander geht nach Guangzhou. Fuzhou hat uns schon was geschenkt. Yaozhou wird von uns die Seiger-Antilope bekommen. Vielleicht schenken die uns noch ein anderes Tier, ich habe keine Ahnung. Danke für den Panda. Du fühlst dich schon wieder vernachlässigt und du bist nur zufrieden. Dann wirst du jetzt erstmal 8 Keramiken bekommen, dann bist du fröhlich. Guangzhou, dankbar für Salamander. Yaozhou auch. Dann wirst du jetzt nur noch erfreut Papier bekommen, bist begeistert. Dann wirst du, weil du nur vernachlässigt bist. Gott, was wirst du kriegen? Kriegst Salz. In die Augen. Ho, ho, ho. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Der Geier kommt, danke. Und noch ein Geier. Na, ist okay.
So, dann können wir den Geier... Ja, wo können wir den hinschenken? Die hier unten wollen nicht mit mir reden. Jin. Jin bekommt den Geier. Und Lolang bekommt ebenfalls den Geier. Guangzhou leidet Hunger. Hirsebündel wollen die haben. Ich habe keine Hirse. Warte mal. Das werden die gar nicht akzeptieren, dass ich keine Hirse habe. Muss Hirse importieren. Ach, Hirse. Sieht überall nicht so danach aus, als wenn ich Hirse bekomme. Ich kann Hirse selber anbauen, ne? Ja, wisst ihr was? Dann ist mir Guangzhou jetzt gerade egal. Dann ist das halt so, die werden alle sterben. Wir speichern einmal unter Sicherheit 2. Uns kann ja eh nichts passieren, das Ding hier ist fast fertig. Geschwindigkeit hochdrehen. Die Zeit mit Nüwa war schön. Wir haben es geschafft. Brauchen nur noch die Tiere und einen Tempelkomplex. Guangzhou leidet immer noch Hunger. Lolang dankbar für Gaia. Jin dankt für Geschenk. Okay, Jin hat es nicht gebraucht. Tempelkomplex fertiggestellt, immerhin. Dann wird Jin jetzt ein anderes Tier von uns kriegen. Und zwar den Salamander. Guangzhou schätzt sie weniger. Fasan. Annehmen. Jetzt haben wir auch wirklich einen Fasan bekommen. Frohes neues Jahr, wir feiern. Besondere Geschenke. Ein Tiger. Oh, wir haben 7 von 8 Tiere. Dankbar fürs Geschenk. Ah ne, dankt nur. Ist nicht dankbar. Das heißt, die haben auch eine Saiga-Antilope. Jetzt mache ich mir aber Sorgen. Was soll ich denn noch verschenken? Tiere. Wie wär's mit Fasan? Vielleicht haben die den noch nicht. Wäre zumindest wünschenswert für uns. Speichern unter Sicherheit 2. Wir sind fast durch. Alle Aufgaben sind soweit erfüllt. Ihr seid alle fröhlich und zufrieden. Jin dankt für Geschenk, also haben die auch einen Fasan. Dann kriegt ihr jetzt noch einen Panda. Jin ist aber eine sehr reiche Stadt, wenn die das alles hat. Bin ja begeistert. Dankt für Geschenk. Wir wissen es zu schätzen. Danke. Ja, was kann ich euch denn noch geben? Hier habt ihr denn alles. Hier hast du einen Tiger. Flut. Wieder mal. Toll, jetzt muss ich erstmal wieder alles reparieren. Wie überaus nervig. Aber Gott sei Dank wissen wir jetzt schon, wo die Flut auftritt und dass sie uns nichts tun kann. Die verletzt uns nicht allzu sehr. Handelsposten. Dankbar für Tiger. Ah, endlich ein Geschenk, das die noch nicht hatten. Sojaquark einkaufen, Salz und Fisch. Geschwindigkeit erst einmal hochstellen, speichern. Denn ich bin gespannt, ob die uns jetzt irgendetwas geben können, was wir noch nicht haben. Geschwindigkeit auf 90%. Speichern, Sicherheit 2. Na kommt schon, gebt mir irgendetwas. Dürre. Chengdu fordert Holz, hier hast du. Ausgerechnet beim Kohl ist eine Dürre. Aber wir haben noch genügend Kohl da. Der wird im Prinzip kaum reingeliefert. Die Mühlen sind alle voll. Unsere Ahnen sind alle zufrieden. Der Buddhismus wird gut besucht. Die möchte gerne mehr. Aber mehr wirst du nicht kriegen, Pöbi. Dafür muss ich einen Tempel bauen. Ich habe jetzt noch sehr viele Arbeitslose. Dann baue ich mal einen Tempel. Eine Pagode.
Chengdu schätzt sie mehr. Das ist schön. Voll mit Mönchen, die ihre zugewiesene Gongans einüben. Freut mich. Glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ahnenverehrung und Konfuzianismus sind beide exzellent. Buddhismus ist gut, könnte noch besser sein, wenn die hier unten noch ihren Buddhismus kriegen würden. Also baue ich hier auch noch einen buddhistischen Schrein. Speichern unter Sicherheit 2. Wir warten noch auf ein Tier. Aus Yin. Aber Yin hat noch nichts geschickt, ne? Wir warten noch auf einen ausländischen Abgesandten. Ich hoffe, die schenken uns irgendetwas, das wir gebrauchen können. Wir haben fast alle Tiere. Es fehlt nur noch ein weiteres. Und dann sind alle Missionen geschafft. Erfolgreich beendet. Buddhismus ist auch exzellent. Jetzt dürfen wir sie auch begrüßen bei uns. Das machen wir später. Eigentlich machen wir es gar nicht. Wir müssen uns auch nicht verteidigen. Also wir wurden nicht einmal angegriffen. Wahrscheinlich, weil wir stark genug sind und die Leute sich das nicht trauen. Die würden uns nur angreifen, wenn irgendwo anders eine Stadt gerade Hilfe braucht und wir unsere Leute losgeschickt haben, sozusagen machtlos sind. Dann würden die zu uns kommen. Okay, wir haben genügend Seide. Zumindest Rohseide ist genug da. Normale Seide aber auch. Ihr habt hier oben, was ihr wollt. Hat sich das gerade verändert? Frohes neues Jahr, wir feiern. Und Yin scheint uns nichts zu schenken, das ist aber schade. Ja, wem kann ich denn jetzt noch irgendwas schenken? Chengdu bekommt jetzt von mir noch einen Tiger. Dann speichere ich jetzt nochmal und lasse die Zeit schnell voranschreiten. Zur Not müssen wir jetzt so lange durchhalten, bis nochmal mein Tierkreiszeichen kommt. Chengdu dankbar für Tiger. Wir kriegen kein neues Tier. Dann schenken wir jetzt noch Lolang einen Tiger. Und Yao Dingsbums schenken wir auch noch einen Tiger. Und wir schenken Chang'an nichts. Fuzhou noch einen Tiger. Wir schenken jetzt allen einen Tiger. Oh, ihr seid unzufrieden? Ah, weil ich euch nicht das gegeben habe, was ihr wolltet. Wartet mal. Geschnitzte Jade, was wollt ihr noch haben? Stahl. Kann ich euch Stahl liefern? Ja, hier habt ihr 16 Stück. Dann seid ihr nicht mehr unzufrieden. Frohes neues Jahr, wir feiern. Guangzhou dankbar für Stahl. Lolang dankbar für Tiger. Fuzhou dankt für Geschenk. Jiao Guan dankbar für Tiger. Ich hoffe, dass nur einer von denen irgendein Tier zurückschickt, das ich brauche. Gobi-Bär! Juhu! Datei speichern unter Sicherheit 02. Wir haben alles. Wir haben unsere 8 Tiere und damit alle einzigartigen, wunderbaren Missionsteile erfüllt. Aufgaben. Das hier ist ja die ganze Mission. Speichern, Sicherheit 2. Geschwindigkeit weiter runtersenken und warten auf den nächsten Monat. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt das Ende der Kampagne war. Wir werden sehen. Unser Tempel steht. Wir haben sogar eine Pagode gebaut. Wir haben kein Schauspielhaus, immer noch nicht. Ich warte nur darauf, dass das irgendwann mal kommt. Ja, und Tee. Tee brauchen wir auch noch. Das haben wir schon seit Ewigkeiten hier stehen, aber irgendwie hat das nie irgendjemand produziert. Es wundert mich, weil Tee ja eigentlich schon damals eine der berühmten Ressourcen aus dem Orient waren. Unterhaltungsheld.
keine. Achso, ah, es gibt sogar Unterhaltungshelden. Schauspielversorgung schlimm. Akrobatenversorgung perfekt. Musikversorgung perfekt. Wir speichern ein letztes Mal. Ich hoffe, dass dann auch jetzt endlich mal der Monatswechsel kommt und wir gewinnen. Wir haben doch alles. Sag mir endlich, dass ich toll bin. Das ist das, was ich hören möchte. Warum ich so oft speichere, dass ich jedes Mal dann wieder zu dem Text zurück kann, um bei der nächsten Folge schon früh damit anfangen kann, das nochmal zu zeigen, was er gesagt hat, in der nächsten Mission. Ich gehe auch erstmal in die nächste Mission, um zu gucken, ob wir noch eine weitere machen müssen. Wenn ja, gehe ich jetzt trotzdem schlafen, dann werde ich nicht mehr weitermachen. Ich habe heute schon wieder so um die 10 bis 20 Folgen aufgenommen. Damit habe ich wieder mehr als genug als Puffer. Na komm schon. Der wunderschöne neue Tempelkomplex von Luoyang bietet den Stadtbürgern einen idealen Ort für Götterverehrung und Meditation. Und die Stadt wurde gerechterweise durch viele Segnungen belohnt. Da wir gerade von Belohnungen reden. Der Kaiser ist recht erfreut über seinen beeindruckenden Tierpark, auch wenn ihn einige der Tiere durch ihr nächtliches Geschrei wachhalten. Die Han-Dynastie war wahrlich eine ruhmreiche Zeit für das chinesische Volk und für die Entwicklung seiner Kultur. Heldenhafte Oberhäupter und große Städte blühten und gediehen. Aber wie alle guten Dinge ist auch das schließlich zu Ende gegangen. Im Jahre 184 wurde der Aufstand der Gelben Turbane, einer Rebellenbande mit einer Stärke von 300.000 Mann, erst nach großem Blutvergießen niedergeschlagen. Gerade einmal 5 Jahre später ermordeten Palasteunuchen einen kaiserlichen General und nahmen den Kaiser als Geisel. Das anschließende Massaker der Eunuchen war unausweichlich. Doch ihr Dahinscheiden bedeutete auch das Ende der Effektivität in dieser Dynastie. Schließlich erfolgte im Jahre 220 die Abdankung von Xian Di, dem letzten Han-Kaiser. Danach wurde das Reich in 3 Königreiche aufgeteilt, die alle den rechtmäßigen Anspruch auf das Erbe des Han-Thrones erhoben. Und so wie ich es mir gedacht habe, war das die letzte Mission. Das heißt, wir sind komplett durch und können eine neue Kampagne starten. Demnächst geht's also weiter mit der Sui Tang Dynastie. Also Han ist durch, Jin ist durch, Zhou ist durch, Shang ist durch und Xia Dynastie sind durch. Wir haben jetzt also die Sui Tang Dynastie noch vor uns. Und die letzte Song Jin Dynastie. Invasoren aus dem Norden. Eine Zeit der Größe. Ah ja, das sind auch die Pagoden und alles. Das sind die Stadtmauern, Brücke, der Drachenkopf aus der Statue und der Teich, den wir sowieso bauen können. Das ist alles einfach nur Attraktivität, was hier abgebildet ist. Das ist die Händlerkarawane. Hier, das sind die, ist die Terrakotta-Armee, genau. Dann haben wir die Zhou-Dynastie mit Huang Di, einer Burg und einem Reiter. Da geht es eben halbwegs um Krieg. Dann haben wir hier ein Monument, wo gerade Grabbeigaben hinzugelegt worden sind. Und hier ziehen Leute in eine neue Siedlung ein. Also sehr schöne Bildchen, die da als Illustrierung mit dabei sind. Und hier geht es tatsächlich nur um Krieg. Invasoren aus dem Norden. Na gut, wir werden uns erstmal der Sui Tang-Dynastie widmen. Die vorletzte der großen Kampagnen, der großen historischen Kampagnen von der erste Kaiser. Ich freue mich drauf. Wir werden es auch noch hinbekommen, aber erst an einem nächsten Tag, im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.